Hallo! Herzlich willkommen zum großen Finale des Vorlesewettbewerbs 2024! Auf was freust du dich denn besonders beim Vorlesewettbewerb? Ich freue mich einfach darauf, dass ich dann selber ein Kopfkino habe und mich fallen lassen kann und einfach in diese Geschichten versinken kann. Auf einmal sind wir in einem dunklen, nebligen Wald oder in einer actionreichen Szene. Und das alles spielt sich hier in unserem Kopf ab, dank eurer Stimme. Und das wird richtig großes Bücherkino heute mit euch. Es ist genauso spannend wie letztes Mal, nur diesmal aus einer anderen Perspektive. Und ich freue mich einfach darauf, wer von euch 16 hier dieses Jahr der beste Vorleser oder Vorleserin wird. Es geht eigentlich vor allem darum, dass man in seiner Lebenszeit so viele andere Leben leben kann. Man kann sich in so viele Welten und Geschichten und Lebenswege eintauchen. Und ich glaube, dass das eigene Leben, das ja doch begrenzt ist, dadurch wahnsinnig reich und ja, aufregend wird. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich Aufregung herrscht, yeah, aber ich glaube auch, dass es richtig, richtig spannend ist, vor so vielen Menschen lesen zu dürfen. Yeah. Und ich freue mich, wie wir alle wahrscheinlich, auf all die tollen Geschichten. Erkennt schon jemand seine Schule? Ja? Wen erkennst du? Wo ist deine Schule? Den Vorlesewettbewerb, den gibt es ja mittlerweile schon seit 65 Jahren. Ne? Was hat sich denn aus Ihrer Sicht in der ganzen Zeit verändert? Also der Vorlesewettbewerb ist so eine der einzigen Sachen, die jünger werden, indem sie älter werden. Der wird frischer und ein bisschen frecher und toll moderiert. Eine neue Welle der Energie fuhr durch ihren Körper, als sie den Pfad erkannte, der abbog und in Richtung des verbotenen Sees führte. Als sie aber den rötlichen See durch das Dunkelgrün des Waldes erspähte, erschlaffte sie. Ertönte ein schroffes Brummen. Dann hörte Cosima ein kratzendes Geräusch und sowas wie ein Winseln. Ein Wachmann und sein Hund, flüsterte der Junge kaum hörbar. Während alle anderen sich voller Aufregung um den Onkel scharten, gab Gustav Kulo ein Wink. Schnell, weg, flüsterte er. Egal, was dem Onkel widerfahren war, es bedeutete ihren Untergang. Das war Gustav klar. Nach einer endlos erscheinenden Minute rührt der Stier sich wieder. Es gab wohl etwas Verwirrung wegen ihres unangemeldeten Erscheinens. Verwirrung? Sie haben mit Speeren nach mir geworfen! Goldauge und ihr Kollege kommen herein. Anscheinend haben sie die ganze Zeit im Vorzimmer gewartet. Diese Kröten dürfen auf keinen Fall das Gebäude verlassen, zischt Roxana ihnen entgegen. Bring uns raus, ruft Gülcan. Vendetta hat ja überhaupt nichts daraus gemacht. Hat sie immer nur zu einem schlampigen Knoten gebunden. Mit meinen Haaren, rief Vendetta, kann ich anstellen, was ich will. Ich biss mir auf die Unterlippe. Ich hatte Mom noch nie etwas ausgeschlagen. Ich konnte nicht so richtig sagen, dass ich nicht kommen wollte. In Ordnung, sagte sie tonlos. Nun starrte sie aus dem Fenster und ließ ihren Augen Zeit, sich zu gewöhnen, bis sie draußen im Garten Formen wahrnehmen konnte. Etwas zog ihren Blick auf sich, doch es waren nur die Büsche, die sich im Wind wiegten. Alles, bis ins Detail beschriftet. Und mit welchen Mitteln kann man Zauberblagen am besten abschrecken? Fragte Onkel Bertie als nächstes. Ey, Leute, lasst doch! War das Einzige, was er dachte, allerdings ohne es auszusprechen, weil ihm selbst dafür die Energie fehlte. Sein Widerwillen, sich mit der Situation zu befassen, machte ihn wehrlos. Ihr klappte die Kinnlade runter. Das war eine Zusage. Sie hatten eine Wohnung. Und die Adresse ließ auch etwas bei ihr klingeln. Ist das nicht die Wohnung, bei der du unten in der Pizzeria geblieben bist? Ja, brachte Ian hervor. Doch ich habe mir angewöhnt, ein bisschen Vergesslichkeit vorzutäuschen, weil es bei den meisten Menschen gut ankommt. Nicht zu viel und nicht zu wenig Aufmerksamkeit. Genau die Menge, die die Leute erwarten. Die, die ihnen gefällt. Er wirkte irgendwie hoffnungsvoll. Als würde er etwas wollen. Etwas, das ich ihm geben könnte. Ich blickte auf meine Hände. Oder vielmehr auf den Apfel in meinen Händen. Ich denke, wir müssen hier nicht groß diskutieren. Das ist die erste Ermahnung. Sie schrieb etwas ins Klassenbuch. Dann tu doch mal was Sinnvolles in meinem Unterricht, Ricarda. Und liest die Aufgaben vor. Auf dem obersten steht ein durchsichtiger Plastikbehälter. Darin hockt ein pelziges Tier. Allerdings sieht es nicht wie eine Wüstenrennmaus aus. Joe tritt ein paar Schritte näher und zuckt zurück. Ich habe es erst mit 7 kapiert. Kurz nachdem mir Kira, Violetta, Posch, Schmidt die 3 ältere Brüder hat,
in der 2. Klasse klar machte, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt. Weil es jetzt spannend wird, wer die Gewinnerin 2024 ist. Willst du es vorlesen? Mach du. Komm. Okay. Leni Falkenstein. Leni! Wir haben auch Urkunden. Die dürfen wir alle, sollen wir alle beim Verteilen helfen. Ich wollte es zuerst nicht glauben. Das hätte ja geheißen, dass alle Erwachsenen meiner Familie, und das waren nicht wenige zu dieser Zeit, wenn auch noch nicht so viele wie heute, mich 7 Jahre lang belogen hätten. Doch da erinnerte ich mich, dass ich im Jahr zuvor tatsächlich in dem Weihnachtsmann in unserem Wohnzimmer ganz kurz einen ehemaligen Studienfreund von Mama, nämlich Hans, vermutet hatte. Gibt's irgendeine Person, die dir gerade so im Kopf rumschwebt, die du vielleicht grüßen möchtest? Generell meine Familie, meine Lehrer und meine ganze Schule. Okay, Leni hatte alles. Vielen, vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben und alle, die mitgefiebert haben. Aber auch vor allem an jede einzelne Person, die es möglich gemacht hat, den Vorlesewettbewerb 2024 wieder an den Start zu bringen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Bis zum nächsten Jahr. Und